Moin, mein Name ist Marie Mefers und ich habe heute das große Glück, Edina Müller zu treffen, unsere deutsche Vorzeigeathletin im Parakanu. Bei Edina steht nächste Woche Großes an, deshalb bin ich heute hier, die deutsche Meisterschaft im Parakanu. Deshalb bin ich heute hier und wir sind hier auch an der wunderschönen Strecke, wo das Ganze auch stattfinden wird. Nicht nur ihre Trainingsstrecke, sondern dann auch die Wettkampfstrecke. Edina, kannst du uns so einen ganz kleinen Einblick für alle Laien, die uns heute ein bisschen zugucken, in deine Sportart geben? Genau, also das ist Parakanu, da ist im Moment 200 Meter Sprint für uns offen. Im Hintergrund sieht man mein Boot, sieht also eigentlich ähnlich aus wie ein Rennboot. Es ist ein minimal breiter, damit die Chancen für alle gleich sind. Und sonst ist eigentlich alles gleich wie im Kanu-Rennsport auch. Wir haben hier unsere wunderschöne Strecke und werden dann die Wettkämpfe über die 200 Meter bestreiten. Trittst du nur in einer Disziplin oder in mehreren Disziplinen? Eigentlich in drei. Einmal im K2 in dem inklusiven Mixed-Rennen, dann im VA, das ist so das Pendant zum Kanadier, und im Kajak einer. Was heißt das im Mixed-Rennen? Das Mixrennen findet seit letztem Jahr bei der Deutschen Meisterschaft statt, bei anderen Regatten schon sehr viel länger, eigentlich schon immer. Das Besondere ist da jetzt, dass ein Parakanute und ein Kanute gemeinsam im Boot sitzen, ein Mann und eine Frau, und dann da über die 200 Meter die Wettkämpfe bestreiten. Vom 28.08. bis zum 2.09. findet jetzt hinter uns hier, ja, ist die Rennstrecke, findet die Deutsche Meisterschaft statt. Wie lief deine Saison bisher und wie sehen deine nächsten Wochen noch so aus, dass du da topfit bist? Ja, meine Saison ist wieder so ein bisschen holprig gestartet. Ich konnte das erste Trainingslager in Südafrika aus gesundheitlichen Gründen nicht mitmachen. So bin ich so ein bisschen im Verzug gewesen, bin dann wieder ganz gut reingekommen und konnte dann bei der Europameisterschaft den 4. Platz holen. Hatte ich mir auch einen Tick besser vorgestellt, aber daran lässt sich ja jetzt arbeiten. Jetzt für die DM sieht alles gut aus und ja, da werden wir für Hamburg schon was holen können. Ist die Deutsche Meisterschaft, wenn sie jetzt hier stattfindet, vielleicht auch ein kleiner Vorteil für dich, weil du die Strecke kennst, oder auch eine extra Motivation, hier noch bessere Leistung abzurufen? Ja, auf jeden Fall. Also es ist so ein zweischneidiges Schwert immer. Also irgendwie freut man sich total hier, wo direkt heimischem Publikum die Wettkämpfe zu haben, und hat dann natürlich auch ganz viel im Rücken. Man kennt die Strecke, man trainiert hier jeden Tag. Auf der anderen Seite setzt einen das natürlich auch unter einen gewissen Druck, aber ich freue mich auf jeden Fall riesig auf die Deutsche Meisterschaft. Dann hoffen wir, dass wir mit diesem kleinen Beitrag hier auch etwas dazu leisten konnten, dass der Parakanu-Rennsport ein bisschen populärer wird vielleicht auch und aufmerksam gemacht haben auf diese schöne deutsche Meisterschaft, die hier auf dieser wunderschönen Strecke stattfindet. Kommt vorbei, schaut es euch an. Wir werden es auf jeden Fall verfolgen und wünschen dir ganz viel Erfolg.